4 Stunden lang konnte ich Skull & Bones samt Endgame anzocken. Was das Game bei mir für einen Eindruck hinterlassen hat, was ich alles erlebt habe und wie ich es fand, kann ich euch in diesem Video zeigen. Bleibt gespannt. Servus Gaming-Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es immer News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne mit dem Abo dabei. In der vergangenen Woche konnte ich das allererste Mal Skull & Bones anzocken. Dadurch, dass das Spiel ja mehrfach verschoben wurde, eine holprige Entwicklung hinter sich hatte, bin ich komplett ohne Erwartung an das Spiel rangegangen und habe einfach mal geschaut, was kann man in diesem Game alles erleben. Dadurch, dass ich auch gleich das Endgame antesten konnte, habe ich für euch jetzt einiges in diesem Video zu erzählen, euch zu zeigen. Wir gehen über die Basis sozusagen drüber, wo man alles beim Schiff überarbeiten kann. Wir schauen uns die Schiffe im Detail an, gibt nämlich mehrere. Es gibt unterschiedliche Kanonen, die man ausrüsten kann und natürlich auch viele Quests zu erledigen samt diesem Content. Und das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Bin auch gespannt, was ihr zu diesem Game sagt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch die Beta schon gezockt. Bin ich gespannt. Schreibt es in die Kommentare rein und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt oder informiert. Zur Info, das kostenlose monatliche Gewinnspiel läuft natürlich auch. Gerne mitmachen. Der Gewinner kann sich einen Wunschartikel aus dem verfügbaren Sortiment aussuchen, wie zum Beispiel jetzt hier Avatar, FC24, Elden Ring oder auch Final Fantasy 16. Der Link ist unten in der Videobeschreibung, geht noch ein paar Tage. Wer auch sowas braucht, kann gerne bei meinem Partner vorbeischauen. Die PlayStation-Guthabenkarten sind deutlich reduziert. Zum Beispiel die 120er-Karte für 99,99 oder zum Beispiel auch Palworld, ganz neu jetzt rausgekommen, ebenfalls 19% reduziert, Elden Ring um 55% und viele andere geile Spiele. Wer mich unterstützen möchte, muss über den Link unten in der Videobeschreibung einkaufen. Ich danke euch für euren bauermäßigen Support. Vorab kann ich euch schon mal eins sagen, das Spiel hat mich in den Stunden sehr gefordert, zumindest in den ersten 2-3 Stunden. Warum? Ich war direkt im Endgame drinnen und wurde natürlich mit sehr vielen Features bombardiert, die man natürlich so am Anfang, wenn man langsam das Spiel anfängt zu zocken, nicht hat. Ich hatte sämtliche Schiffe frei, die ganzen Kanonen und sonstige Items, die ich natürlich brauche, um mein Schiff immer stärker zu machen, und da musste ich mich natürlich erst durchwühlen. Komplett ohne Erfahrung direkt ins Endgame starten war auf jeden Fall eine Herausforderung. Desto länger ich aber das Spiel gezockt habe, umso besser bin ich reingekommen. Und am Schluss habe ich mich schon richtig gut in diesen 4 Stunden dann ausgekannt, was ich machen muss. Zu Beginn habe ich dann erstmal meinen Charakter erstellt. Das war natürlich alles noch super easy. Man kann sehr im Detail den Charakter bearbeiten, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Man kann ihn im Nachhinein eben anpassen und eben so ausschauen lassen, wie es eben einem gefällt. Es gab verschiedene Outfits, die man ebenfalls dem Charakter noch anziehen kann. Ob man die später durch bestimmte Sachen freischalten muss, das kann ich euch natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man irgendwie einen besonderen Raubzug macht, einen Überfall sozusagen, und dann bekommt man ein besonderes Outfit. Das wäre schon eine mega coole Sache. Danach ging es dann ans Schiff und da war ich am Anfang wirklich überfordert, weil ich sämtliche Sachen schon frei hatte und musste natürlich mich da ein bisschen durchwühlen, alles durchlesen. Es gibt unterschiedliche Schiffsarten. Mit dem einen Schiff kann man zum Beispiel heilen, mit dem anderen Schiff macht man nochmal ein bisschen mehr Schaden. Es gibt ein Schiff, was tanky unterwegs ist, und so unterscheiden sich die Schiffe. Das eine Schiff ist zum Beispiel ein bisschen schneller, das andere Schiff ein bisschen langsamer, weil es eben mehr tanky ist. Dafür überlebt es eben mehr oder mehr Treffer eher gesagt. Und so kann man sich, finde ich, sehr schön im Multiplayer aufteilen und eben, ja, jeder Spieler nimmt ein anderes Schiff und so kann man eben super gerade den Endgame-Content spielen. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das Schiff kann man natürlich sehr krass anpassen. Einerseits natürlich die Optik. Die Segel können abgeändert werden, der Bug, das Heck oder allgemein eben der Rumpf unten kann abgeändert werden. Da gibt es zig verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es auch so ein kleines Tier, das man auf der rechten Seite hat. Das finde ich schon richtig süß. Oder man kann auch vorne noch so eine Figur an den Bug dran machen. Und da gibt es wirklich so viele Möglichkeiten, das Schiff perfekt auf sich anzupassen. Natürlich auch zum Beispiel die Segel. Ich hoffe irgendwie, dass man vielleicht so eine Black Pearl machen kann oder ein anderes Schiff. Wäre für mich auf jeden Fall ein richtiges Highlight. Dann gibt es natürlich auch die andere Seite. Und zwar natürlich die Kanonen. Die Waffen können nach Belieben ausgetauscht, verändert werden. Da gibt es auch echt extrem viele. Zum Beispiel ein Flammenwerfer, den habe ich selber nicht gezockt. Mein Kollege Fragner zum Beispiel, der meinte, das Ding wäre richtig
OP sah auch echt cool aus. Oder es gibt zum Beispiel allgemeine Kanonen, die etwas länger schießen können, sind aber langsamer beim Nachladen. Dann die normalen Kanonen, die schnell hintereinander schießen können. Oder es gibt zum Beispiel auch so eine Art Armbrust oder wo eben so Bolzen wegschießen können. Es gibt auch Torpedos, die habe ich selber jetzt noch nicht entdeckt, aber andere Leute haben damit gespielt. Die schießen eben so unterm Wasser entlang auf die anderen Schiffe zu. Oder es gibt zum Beispiel auch in der Mitte vom Boot einen Mörser, den kann man dann abschießen. Muss es natürlich gut timen, weil der braucht ein bisschen länger, bis er beim anderen Schiff dann im Endeffekt ankommt, durch diesen hohen Radius, wo er eben abgeschossen wird. Insgesamt kann man 5 verschiedene Kanonen anbringen. Vorne welche, hinten welche, seitlich jeweils rechts und links und dann eben in der Mitte der Mörser. Und außerdem kann man auch so noch ein paar Boni am Schiff anbringen. Das seht ihr zum Beispiel hier. Und dann macht zum Beispiel eventuell eine Kanone mehr Schaden oder eben andere nützliche Boni. Ich weiß jetzt nicht mehr alle auswendig. Auf jeden Fall kann man sich in Anführungszeichen da schon coolen Bild für das Schiff zusammenbasteln und dann eben deutlich besser in die See stechen und die Gegner leichter ausschalten. Danach wurden dann direkt die Segel gesetzt. Ich musste mich dann mit dem Schiff erstmal auseinandersetzen. Es gibt 3 verschiedene Fahrmodi, langsam, mittel und eben schnell. Außerdem kann man natürlich auch die Ansicht umschalten. Man kann das komplette Schiff sehen oder eben nur das halbe Schiff. Dann ist man deutlich näher am Geschehen dran. Oben kann man auch mit dem Ausguck schauen und andere Schiffe abscannen, was die sozusagen für Stats, wie die beladen sind. Das finde ich schon eine coole Sache. Und dann ging es auch schon ins erste Event. Die spawnen immer auf der Karte per Zufall unterschiedlich. Es gibt einen Timer, der eben abläuft. Man muss es davor hinschaffen, bevor das Event wieder wegspawnt. Und dann bin ich eben dann mit meinem Kollegen Fragnard hin. Wir haben uns am Anfang echt schwer getan, weil wir nicht wirklich wussten, was mussten wir machen. Aber wir haben dann mehrere Events gespielt und am Schluss hat es richtig gut funktioniert. Wir mussten dann immer so ein Vor- oder eine Basis belagern, ein Dorf, immer wieder abschießen, Türme eben zerstören. Es sind immer wieder Schiffe gekommen zur Unterstützung. Die mussten wir dann auch zerstören. Und am Schluss haben wir dann das ganze Ding eben sozusagen eingenommen. Mehrere Schatzkisten auch bekommen. Das war dann echt schon ein richtiges Highlight. Auf der See trifft man dann sehr viele Schiffe. Teilweise waren sie bei mir feindlich gesinnt, haben mich abgeschossen. Andere wiederum konnte ich auch einfach so passieren. Man konnte auch im Endeffekt selber alle angreifen. Man konnte auch dicht an den Inseln vorbeifahren und zum Beispiel bestimmte Gegenstände looten, die man dann eben später in der Basis sozusagen braucht. Gleich dazu mehr. Und die Karte insgesamt war echt riesig. Nicht ultra riesig, aber schon groß. Es hat sehr lange gedauert, von A nach B zu schippern. Ihr seht hier auch mal die Übersicht der Karte, wie die Inseln aussehen, wie groß das Meer ist, und da kann man schon etwas länger auf der See unterwegs sein, um von der einen Seite zur anderen Seite zu kommen, aber es gibt auch eine Schnellreise. Danach ging es dann wieder zurück zur Hauptinsel, zum Hub, sage ich jetzt einfach mal so. Dort sind auch sehr viele verschiedene Händler, wo man eben was einkaufen kann, auch was herstellen. Weiter hinten kann man zum Beispiel verschiedene Boote herstellen. Es gibt Veredelungen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht alles so im Detail angeschaut, aber da gibt es eben einiges, wo man das Schiff eben nochmal verbessern, verändern kann und so weiter und so fort. Interessant wurden dann die Kopfgeldaufträge. Und zwar konnten wir dann zu einem Brett in der Mitte hingehen und dort konnten wir dann ein Kopfgeld annehmen. Und wir mussten gegen so ein riesiges Wassermonster kämpfen. Erinnert mich an irgendeinen Dinosaurier. Und der war wirklich schon ordentlich drauf. Wir sind dann zusammen im Dreierteam hingesegelt und haben dort nach diesem Tier Ausschau gehalten. Und es ist dann eben aufgetaucht und hat uns wirklich richtig hart zugesetzt. On top kamen auch noch irgendwie andere Schiffe dazu. Und das hat uns dann nicht nur das Monster angegriffen, sondern auch noch die anderen Schiffe. Und das hat in einem großen Gemetzel dann eben geendet. Teilweise sind wir leider auch alle gleichzeitig draufgegangen und dann wurde das Monster leider resettet, weil dann eben keiner mehr vor Ort war. Aber mit der Zeit sind wir immer besser geworden. Es hat schon ein bisschen gedauert und man braucht da wirklich schon ein gutes Team oder gute Kanonen, dass es einfach passend ist, weil ich glaube, die Kanonen, die ich hatte, waren nicht so effektiv gegen das Monster, denn es war immer sehr oft unterm Wasser, ist nur kurz aufgetaucht und es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist natürlich auch Endgame-Content gewesen und man muss ja schon wissen, wie man mit dem Schiff umgeht, um eben sehr guten Schaden an dem Monster zu machen. In den kurzen Situationen das Schiff immer richtig hinstellen, auch ausweichen mit dem Schiff, dass man eben nicht so immensen Schaden vom Monster abbekommt. Mit der Zeit haben wir das aber gemeistert und konnten es dann besiegen und haben auch besonderen Loot am Schluss rausbekommen. Bin auch gespannt, für was man diesen Loot dann später benötigt.
Was cool war, Ubisoft hat uns in dieser Anspiel-Session auch gleich den Season-Content mit reingepackt. Von der ersten Season konnten wir da schon diesen Hauptboss, den Piraten, jagen. Der ist an einer Stelle eben auf der Map aufgetaucht. Wir sind hingeschippert im Dreier-Team. Aber ich muss ehrlich sagen, der war auch schon wirklich ordentlich. Der hat getankt des Todes. Der hatte wirklich massiv Leben. Er war jetzt nicht ultra schwer, würde ich sagen. Er hat immer wieder Giftkanonen abgeschossen. Da konnte man aber wirklich sehr gut ausweichen. Das hat mir gut gefallen, aber er hatte eben verdammt viel Leben und wir haben es im Dreierteam nicht geschafft, ihn zu besiegen. Ich bin gespannt, wie es in der Vollversion ist, wenn man da dann eben sein perfekt abgegradetes Schiff hat, sich eben komplett auskennt. Und dann kann man ihn mit Sicherheit auch gut besiegen und ich bin auch so gespannt, was im Gesamten dann die Season immer liefern wird an neuem Content. Danach war dann leider das Anspielevent schon zu Ende. Die 4 Stunden gingen extrem schnell rum. Zur Story kann ich euch leider nichts sagen. Davon habe ich nichts erlebt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Story gut ist, packende, coole Charaktere eben besitzt. Was ich erlebt habe, war auf jeden Fall der Schiffkampf, die Schiffsanpassung und die hat mir echt sehr gut gefallen. Es hat Spaß gemacht, eben das Schiff auszusuchen, das Schiff zu verändern und dann auf verschiedene Events zuzusegeln und dann eben da mit den Kollegen zusammen dann das Event abzuschließen. Das war richtig cool und ich bin gespannt, was das Spiel so alles noch zu bieten hat und ich freue mich ehrlich gesagt richtig drauf, das Spiel von vorne zu zocken und die Story mitzuerleben, langsam eben an die Boote herangeführt zu werden, an die verschiedenen Features und so weiter und so fort und nicht direkt dann ins Endgame zu springen. Das war auf jeden Fall schon ein krasser Step, eben so ein Spiel zu beginnen und ich freue mich auf jeden Fall jetzt riesig auf den Release. Hatte das Spiel davor auf dem Schirm, wie gesagt, jetzt nichts erwartet, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Event gewesen. Und ich bin positiv gestimmt und mal schauen, was das Spiel dann alles zu Release zu bieten hat. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie ihr Skull & Bones findet, ob ihr da auch Feuer und Flamme seid. Bin absoluter Fluch der Karibik-Fan und freue mich einfach dann mit meinem eigenen Schiff, das ich perfekt designt habe, in See zu stechen. Wenn euch das Video informiert hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mehr Videos zu Skull & Bones werden auf jeden Fall rauskommen, weil mir das Anspiel-Event extrem gut gefallen hat. Freue mich, wie gesagt, auf den Release. Wer da nichts verpassen möchte, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.